Moin und hallo, ich begrüße euch und schön, dass ihr zugeschaltet habt bei unserem Spiel WoW mit dem Sascha. Was geht ab? Und ja, wir wollten jetzt los nach... Wir gehen hier ja nach Sternhauch und machen das Quest, wie heißt das? Ferocitas der Traumfresser. Wir müssen Mystica der Knarzklauen töten und Talonikas Juwel finden. Dann finden wir den mal. Gehen wir mal los. Ich könnte natürlich jetzt auch querfeld einlaufen, aber kommen denn immer so viele Gegner? Der hat dich fast angefahren, der ist besoffen, ne? Ja, besoffen der Hund. Besoffen. So, und jetzt gehen wir einfach mal hier rum, weil da waren wir ja eben schon, das waren diese komischen, ja, bärenartigen Viecher, die wir da töten müssen, glaube ich. Hm? Da kommt uns einer entgegen. Der hüpft auch so komisch rum. Ach ja, ich kann ja meine Rolle eigentlich machen, aber das mache ich nicht. Das wäre unfair. Wäre ich viel zu schnell. Ich bin ja so schon viel schneller. Ja. Hui, hui. Sind die denn alle tot hier schon? Soll der Scheiß? Seid ihr alle tot? Ja, alle umgebracht worden. Müssen wir jetzt hier irgendwo rein? Ich weiß das gerade gar nicht. Warte, ich habe den Text überhaupt nicht gelesen. Das ist jetzt welche Trest? Ferocitas, der Traumfresser. Okay. Tötet Mystica und findet das... Eine Gruppe von... Im lebt im Norden von Sternhauch. Blablabla. Also, gut. Ich guck mal. Ich würde sagen, wir gehen einmal außen um dieses Dorf rum. Und dann müsste er da hinten, müsste der Typ, den wir killen müssen, und die seine Kompagnons da auch eigentlich da sein. Wir hauen die jetzt einfach hier um. Das sind zwar nicht die, die wir töten müssen, aber wenn sie hier sowieso schon mal da sind. Haben die was? Ne, haben sie nichts, ne? Ne, die kannst du nicht häuten. Ne, nicht häuten, aber irgendwie was bei oder so. Also ja, das hat nicht jeder, ne? Nee, nicht jeder Mob hat was dabei, aber die meisten lassen halt immer so ein bisschen Kupfer fallen oder sowas. Mhm. So, was ist denn hier unten? Lauf mal nicht weiter? Irgendwie sieht mir das gerade nicht ganz so koscher aus hier. Das ist ein fetter Baum, aber ich glaube da... Nee, wir sind da am Rand der Karte. Ja, wir müssen irgendwie weiter nach oben. Ach, da zeigt ja auch der Pfeil längs. Genau. Dann kann ich hier noch gleich mal was für meine Kräuterkunde tun. Ach, du kannst dann diese Kräuter sammeln, oder? Genau. Und daraus kann ich dann halt die... Ah, da hinten. Okay. Hier sind wir richtig. Da diese, sind jetzt auch... Da sind jetzt auch die braun. Die haben halt ja die... Da leuchtet das hier rot bei denen über dem Kopf. Das heißt, wir müssen die töten für das Quest. Mhm. Haha, ich habe ihn angegriffen, weil der andere, der Schurke, der wollte ihn auch angreifen. Hast du jetzt das Juwel auch schon? Nee, du hast es noch nicht, ne? Ich habe erst 3 von diesen Tieren getötet. Und... Ja gut, aber das Juwel noch nicht. Ich glaube, der hat dich zu einem Duell herausgefordert. Ah, ich habe das... Doch, den Juwel habe ich auch. Jetzt hast du ihn, ne? Ja. Ja. Was will er? Er will ein Duell mit dir. Hallo? Du kannst es aber ablehnen, weil du siehst schon, der hat voll das High-End-Gear. Ja. Das kannst du nämlich, wenn du mal auf ihn raufklickst... Ja. Dann kommt ja sein Bild rechts oben neben deinem. Ja. Dann machst du mal rechte Maustaste auf sein Foto, sag ich mal. Ja. Und dann kannst du mal betrachten. Ja, betrachten. So, und dann siehst du halt dieses, die ganzen Sachen, die er hat, die sind halt, das sind Sachen, die kriegst du halt, wenn du schon mega lange spielst, und dann kannst du dir die kaufen und kannst sie dann immer weitergeben, und die werden halt mit Stufe zu Stufe werden die halt besser. Okay. Die sind beide schon so, die Auf Wiedersehen.
Ich hätte ihn ja fertig gemacht, aber nicht, dass er dann. Ja, das glaube ich auch. Nicht, dass er dann weint. Nicht weint, weißt du, das ist ja das manchmal. Ich habe falschen Knopf gedrückt. Wieso? Ich habe hier Q gedrückt die ganze Zeit. Anstatt eins oder Ja, was? genau. Jetzt muss ich noch. Wir müssen Zwei jetzt muss jeder ich noch. noch zwei, ja. Das ist halt das Gute jetzt, wenn wir zusammen machen, dann zählen halt die, die du killst, bei mir mit drauf und andersrum und genauso. Genau. Kupfertaler. Nee, ich habe dieses, den Juwel habe, das Juwel habe ich auch. Also. Ja, dann sind wir hier jetzt durch, können jetzt zurückgehen. Okay. Und dann gehen wir einmal rum, machen 1, 2, 3, 4, die anderen Quests. Also du hast unten in deiner Leiste echt noch keinen weiteren Doch, kein, jetzt keine habe ich. weitere Ich sehe Attacke? es. Ich sehe es schon. Drei habe ich jetzt, ja. Ja, genau. Was ist das? Entrinnen. Okay. Müssen da auch Kombo-Punkte für generiert werden? Ich weiß das gar nicht. Nee, steht nichts. Okay, dann ist das eine. Ach nee, was steht denn da? Hoppala, jetzt habe ich es gedrückt. Ich bin unsichtbar. Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Was steht denn da, was da? Erhöht eure Ausweichchance um 10 Sekunden lang, um 100%. Das heißt also, ich kann nicht entdeckt werden von Gegnern oder was. Doch, kannst du schon, aber die treffen dich halt nicht. Das ist aber halt nur eine Sache, die kannst du halt machen. Die macht halt keinen Schaden, wie gesagt. Das machst du, und dann, wenn du gegen einen Boss kämpfst oder sowas, dann trifft er dich halt nicht. Oder ist halt die Chance, dass er dich trifft, sehr gering. Das Okay. hält halt aber ja nur 10 Sekunden an, also ist es leider nicht so doll. Sowas würde ich immer weiter nach hinten legen in deiner Leiste unten. In den. Ich mache das immer so, in den ersten 4, 5 mache ich immer die Attacken, die Schaden machen. Ja. Und dann dahinter halt die ganzen Sachen, wie sowas so wie Entrinnen oder sowas. Voll die. Hier ist schon wieder die Motorradgang ist am Start, Alter. Ganz viele mit ihren Motorrädern. Wo haben die das alle her? Das finde ich. Vor allem, wieso haben die das auf Level 6? Das nervt mich richtig. Das verstehe ich nicht. Hat er jetzt noch einen Quest gehabt? Nee, ne? Nee, nee. Nee. Dann können wir jetzt mal das mit der 1 machen. Das ist Teufelsgrelkin mit Zornenwurzelsamen getötet. Wie muss ich das denn? Ach so. Der kommt Okay. auf solche Namen. Oder Wörter allgemein. Knarz, Ja. Knarzklauen. Gnarz. Ja, das ist schon eine mega geile Welt eigentlich. Aber das ist schon, wenn du dich da richtig mit reinliest, das ist mega krass. Wir haben ja auch Bücher, glaube ich, und so alles. Ich wollte da mal immer anfangen, aber weil ich habe ja schon früher das erste, oder die ersten Warcraft-Spiele habe ich ja schon alle gezockt. Das waren ja noch so Aufbauspiele, so. Da war ich auch gar nicht so schlecht, aber ja, World of Warcraft am Anfang mega viel gesuchtet, jetzt mega lange nicht mehr und dann mal wieder ja und mal wieder nein, aber. Hier, das sind die Typen, die müssen wir, glaube ich, mit diesen Wurzeln. Geht das? Ach so. Hast du denn mit dem Das. Wurzeln angegriffen? Ja, du kannst hier rechts auf diese Wurzel klicken, neben dem Quest. Ah, okay. Und dann hast du so einen großen, runden, grünen Kreis und den schmeißt du dann hin. Und das ist jetzt die ganze Quest eigentlich. Interessant. Sind wir hier noch richtig? Ja, es leuchtet ja oben noch alles rot, alles blau. Da ist einer, den will ich haben. Jetzt muss ich da rauflegen und dann komm her. Ah ja, okay. Ich habe gleich zwei auf einen Streich, kriege sie aber nicht beide. Nein.
Hier hinten ist noch einer. So, und irgendwo muss. Ah, hier hinter uns ist noch einer. Ach, hast du den letzten? Ich habe jetzt 6 von 12. Na? Irgendwie kann man hier noch eine Stufe runter, sehe ich das richtig? Weil hier ist nämlich noch ein zweiter Quest drin, ne? Da müssen wir aber. Folge mir, Kamerad! Ich folge dir. Und zwar. Oh nein, eine Wand. Ich renne gegen eine Wand. Wie ein Volltrottel. Ich kann ja auf dem Weg noch die ganzen Grellkins hier noch umhauen, oder wie die heißen. Den hast du schon. Ja. Und zwar müssen wir noch. Hier ist ja noch das zweite Quest mitunter. Wenn du mal auf Karte drückst, siehst du das ja oben bei der 2. Da kannst du diesen Melinas Kopf finden. Das heißt, wir gehen da mal, versuchen da mal hinzukommen, ohne uns zu verlaufen. Aber ja. Mit der Karte geht das ja immer alles relativ. Der Kutscher kennt den Weg, oder wie war das? Ja, ja. Kutscher, Kutscher, wie tief ist das Wasser? Ach nee, das war der Fischer. Ey, du Fickviech! So, und dann gehen wir mal hier rum weiter. Komm, beschmeiß ihn mit deiner Zornwurzelsamen. Wir nennen den Penis jetzt nur noch Zornwurzel. Okay, jetzt müssen wir aber keinen mehr töten. Jetzt können wir die alle so einfach umprügeln. Ja. Weil jetzt haben wir das Quest, haben wir fertig. Hm. So, und hier unten müsste jetzt eigentlich. Da unten steht er ja. Siehst du den, der mit der mit der roten Schrift immer im Kopf? Ja, genau. Lord Melanas, den müssen wir jetzt angreifen. Aber wenn wir sterben, oder wenn wir das machen, dann machen wir es mit Stil. Geronimo! Alter, das ist echt ultra pissig, den umzuhauen. Jetzt habe ich den Kopf, den kannst du jetzt auch nehmen. Ja. So, dann haben wir das auch und dann müssen wir hier jetzt nur wieder raus aus dieser Höhle. Und haben wir zwei Quests mit einer Klappe geschlagen. Perfekt, perfekt. Wo sind wir? Warte, ich hab noch. Komm, wir hauen ihn noch um den kleinen Bengel hier. Hier müssen wir raus. Hier! Wo willst du hin? Wo läufst du hin? Wo bist du? Hier müssen wir hin. Hier. Ja, ich muss mir hier gerade ein um die Ecke bringen. Danke. Jetzt war mal. Wo ist der Da. Da hinten bist du. Irgendwo. Da. Genau. Ja, ist perfekt, wenn man dein Pünktchen wieder sieht hier, weißt du? Das konnte man ja vorher nicht. Das ist echt besser. Ja, wir hauen hier auch alles um, du. Alles hauen wir um. So, dann haben wir jetzt das alles gemacht. Sind wir raus aus der Scheißhöhle. Mhm. So, dann können wir jetzt noch das mit 1 und 2 machen, wenn wir hier hinten schon sind. Und dann geben wir die alle gleichzeitig. Wobei, wir kommen da ja sowieso vorbei, ne? Können wir sie auch jetzt eigentlich schon abgeben. Müssen wir hier erstmal aus diesem komischen. Du läufst nicht. Nein, Sascha! Ich wurde rausgeschmissen. Echt jetzt? Ja. Das ist jetzt ja doof, ne? Aber ist egal, ich komme jetzt. Wie krumm. Nee, dann fange ich ja wieder irgendwo an, ne? Nee, du müsstest da eigentlich, wo du dich aus... Also da, wo du rausgeflogen bist, müsstest du eigentlich wieder anfangen. Ich warte hier auf dich. Gut, ich muss mich eben einloggen. Warum bin ich jetzt rausgeflogen? Ist manchmal so. Naja.
Login. Oh oh. Welt beitreten. Ja, auch das passiert mal. Willkommen. Okay. Bist du wieder da? Ich bin ja, wieder da, Jetzt läufst du wieder. Ne, du bist stehen geblieben und ich konnte noch weiterlaufen, komischerweise. Da oben ist ein Dings, den möchte ich gern haben. Komm her. Und der hat nichts bei. Och, ätzend. Warte, weil ich ihn looten muss. Ich muss ihn zuerst leer machen. Und jetzt kannst du ihn häuten. Echt jetzt? Mhm. Weil wir in der Gruppe sind. Ich kann das vielleicht mal umstellen. Nö. Passt schon so. Geht schon. So, und dann gehen wir mal. Ach komm, geben wir die hier unten noch ab. Wir sind ja sowieso schon auf dem Weg. Hm. Er hat dich schon wieder überfahren. Die Sau. Was nehmen wir denn? Rüstung 6, aber das ist ja alles gut. Ja? Naja, gut ist es noch nicht, aber es ist halt alles schon von schon eine Verbesserung. Gut. Gehen wir jetzt mal weiter und suchen mal die Relikte des Erwachens. Ich werde von einem Bär verfolgt. Das soll ein Bär sein? Hm? Sieht man doch. Ich hab nur den Arsch gesehen. Ach ja, bist ja so langsam. Sehe ich nur deinen Arsch, das ist auch nicht schön. Muss vielleicht mal raufklicken. Ja, komm, ist das eine Höhle? Hm. Nö, glaub nicht. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Wie kommen wir da hin? Ich weiß es nicht. Hier sind erstmal Kräuter für mich. Alles andere ist mir egal. So, warte mal. Oder müssen wir da andersrum? Ich glaube, wir müssen andersrum. Ja? Mhm. Und wir müssen auf diesen komischen Berg hier raufkommen. Ein Hasi. Töte ihn nicht. Du bist ein Nachtelf. Du bist mit der Natur verbunden, ja, und willst immer nur Hasen töten. Nein, letztens war es ein Eichhörnchen. Ja. Und kein Hase. Noch schlimmer. So, hier müssten wir irgendwo die Sachen rein theoretisch finden, wenn wir hier... Ah, hier rumgehen. Das ist die Lichtung von Ban Ethyl. Ach, hier rennt schon wieder irgendeiner rum und haut die alle um. Das ist doch scheiße. Aber wir können hier unten rein. Mhm. Es ist sehr schaurig. Schaurig? Mhm. Hier sind Pilze. Brauchst du Pilze? Pilze kannst du nicht sammeln, ne? Kann man nicht sammeln, nee. Nur einige Sachen. Oh, hier ist einer. Oh. Ach so.
Mit der kann man. Was bist du denn? Ach, du hast einen umgehauen? Bin ich an dem vorbeigelaufen oder was? Nee, der kam gerade. Achso. Jetzt können wir sie mal ansprechen. Ach so, das ist. Die erzählt uns nur, was hier wo ist. Aber die rennt jetzt die ganze Zeit neben uns her. Hast du auch so eine? Müsstest du eigentlich. Nee, du hast sie nur. Achso, weil wir als Gruppe wahrscheinlich unterwegs sind. Und dann kann man hier noch wieder. Doch, ich habe auch eine, wie es aussieht. Ja. Hier kann man noch einen Quest annehmen. Das machen wir auch auf jeden Fall. So, und jetzt müssen wir hier drinnen rumlaufen und die ganzen Sachen finden und dabei die ganzen Viecher hier umprügeln. So, ich frage sie mal, wo die ganzen. Was rennt der weg mit? Wo die ganzen Sachen sind. Weil sonst finde ich das, glaube ich, nicht. Wo ist die Rune des Nistens? Die Rune des Nistens befindet sich über die Brücke im oberen Teil. Der Weg wird der Nebel sein. Hä? Welcher Nebel, verflucht? Die Brücke ist doch hier. Ja, aber hier steht ja, der Nebel wird dir den Weg weisen. Ich habe aber keinen Nebel. Warte, ich spreche sie nochmal an. So. Lass den Nebel frei. Ich sehe keinen Nebel. Entweder bin ich blind. Warte. Ja, über im oberen Teil der südlichen Kammer. Hä? Jetzt bist du beknackt. Ach da. Norden, Osten, Süden. Hier müssen wir, glaube ich, rein. Ja, hier waren wir doch gerade schon. Bin ich doof oder was? Dann, warte, dann gehen wir in die andere Kammer. Hier könnte sie drinne sein. Die Tür ist verschlossen. Kommen wir da nicht rein, so eine Kacke. Wir müssen wahrscheinlich erstmal irgendwas holen. Ein Schlüssel oder sowas. Ich habe echt keine Ahnung. Das ist total krass. Oh, warte, fragen wir mal. Saphir des Himmels. Unteren Teil der nördlichen. Ach, da ist der Nebel. Jetzt habe ich ihn. Folge mir. Welcher Nebel? Ja, da kommen jetzt immer so Nebelschwaden, wo wir hingehen müssen, um diese eine Sache da zu finden, die ich gerade nachgefragt habe. So, nu, hier rum. Das ist ja wieder mega fett groß hier. Angriff! Jetzt ist der Nebel weg. Ich raste aus. Ist das hier? Hey, du Zippe, wieso machst du denn den Nebel aus? Bist du beknackt, oder? Ich will einfach hier nur irgendwas umhauen. Wir gehen jetzt einfach hier mal weiter. Kommen wir hier ja. Was ist das da? Hier! Die Kiste. Saphir des Himmels. Uhu. Kannst du den auch nehmen, ja, ne? Ja. So, dann müssen wir jetzt nur noch. Ah, Alter. Jetzt haben wir es langsam draus. Rebellenkrallen-Talisman. So, lass den Nebel frei. Das. Da. Ja. 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 Müsste ich sie dann auffragen, um den Nebel zu sehen? Ja, ich hab den Nebel verloren. Du kannst sie ansprechen und dann das, was du haben möchtest und dann... Was, wo wollten wir hin? Raben... Rabenkrallenwerben. Talisman. Jetzt leuchtet da so grünlicher Nebel. Okay, komm, folgen Sie mir. Befindet sich auf dem Vorsprung... Hä, Digga, du rennst viel zu schnell. So schnell ist der Nebel gar nicht. Doch. Nein. Doch, der ist die ganze Zeit hier. Nein. Folgen Sie mir. Hä, mein Tada! Nebel... Mein Nebel dauert übelst lange. Hä, lol, wieso ist denn dein Nebel so schnell? Das ist voll unfair. Ja, weil du schnell bist, ist deiner langsam.
Das glaube ich auch so. Dann frag nochmal nach den anderen Sachen, wenn dein Nebel so viel besser ist als meiner. Das machen wir am besten in der nächsten Folge, weil nämlich die wunderschöne Zeit nämlich wieder vorbei ist. Gibt keine nächste Folge, ich bin beleidigt. Ich will auch schnell Nebel. Alles klar. Gut, Freunde. War schön, dass ihr zugeschaltet habt und wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Folge wieder einschaltet. Nee. Doch. Alles klar. Gut, wünsche euch was. Tschüss. Tschüss. Oh, was ruft